Die italienische 'Ndrangheta ist eine der mächtigsten Mafia-Organisationen weltweit. Nun hat die Polizei bei einem Großeinsatz in Deutschland und anderen europäischen Ländern Wohnungen und Geschäftsräume von Mitgliedern durchsucht. Mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte waren bundesweit im Einsatz, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen. Weltweit wurden mehr als 100 Haftbefehle vollstreckt. Den Verdächtigen werden Geldwäsche, Waffenhandel, Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen. Siegen in Nordrhein-Westfalen. Im Morgengrauen rücken deutsche und italienische Ermittler aus. Eine bundesweite Razzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Nach Informationen der italienischen Staatsanwaltschaft soll es 155 Festnahmen gegeben haben, davon mehr als 30 in Deutschland. Durchsucht wurden italienische Eiscafés und Restaurants, aber auch eine Autoreinigung wie hier in München. Es geht um ein Verfahren gegen die 'Ndrangheta und wir werfen ihnen vor, besonders hier in München, Geldwäsche durchgeführt zu haben. Und das ist hier so eine Location, so eine K-Pflegeanstalt, wo Geld in großem Stil gewaschen wurde. Auch in Italien hat die Polizei heute Morgen zugeschlagen. Allein in Kalabrien haben Spezialkräfte etliche Personen festgenommen. Ihnen wird der Schmuggel von großen Mengen Kokain und Bargeld vorgeworfen. In Erfurt wurde ein Mann festgenommen, der seit vielen Jahren als Gastronom tätig war. Gegen ihn lag mutmaßlich ein europäischer Haftbefehl vor. Im Thüringer Landtag existiert bereits ein Untersuchungsausschuss zum gezielten Kampf gegen die Mafia. Doch der allein reiche nicht, kritisiert die Obfrau der Grünen. Wir sehen hier im Untersuchungsausschuss massive Verstrickungen nach Nordrhein-Westfalen, nach Bayern, in das Saarland hinein, aber natürlich auch darüber hinaus. Und nur wir in Thüringen werden die Komplexität dieser Mafiastrukturen nicht aufklären können oder beleuchten können, wenn nicht auch andere Bundesländer und der Bund da mit einsteigen. Die Diskussion über einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene läuft bereits. Die heutigen Razzien, ein wichtiger Schlag gegen die Mafia, auch in Deutschland. Auf dem Prüfstand war alles gut, aber auf der Straße wurden die gesetzlichen Abgaswerte bei Dieselautos nicht eingehalten. 2015 flog der Skandal um millionenfach manipulierte Werte bei VW und seiner Tochter Audi dann auf. Ex-Audi-Chef Stadler hatte die Betrugsvorwürfe stets zurückgewiesen. Nun aber, nach mehr als 160 Prozesstagen, will er doch ein Geständnis ablegen. Im Gegenzug dafür schlug ihm das Landgericht München eine Bewährungsstrafe und eine Geldauflage vor. Die Stimmung zwischen Rupert Stadler und seinen Anwälten gelöst. Der ehemalige Audi-Chef hat im Dieselskandal ein Geständnis angekündigt, um so einer Haftstrafe zu entgehen. Das Gericht hatte ihm dies angeboten, falls er seine Schuld zugebe. Der Inhalt der Verständigung beinhaltet zum einen ein vollumfängliches Geständnis des Angeklagten. Dies ist der Regelfall, das Gesetz sieht dies so vor. Im Gegenzug ist dem Angeklagten zugesagt worden, dass eine Freiheitsstrafe zwischen 1,5 Jahren und 2 Jahren, diese ausgesetzt zur Bewährung, verhängt werden wird. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Audi-Chef vor, spätestens seit 2016 gewusst zu haben, dass Motoren manipuliert wurden, um so auf dem Prüfstand sauberer zu sein als auf der Straße. Bisher hatte Stadler seine Unschuld beteuert, jetzt also die Kehrtwende. Auch die anderen Angeklagten haben bereits gestanden, ein Ingenieur und der ehemalige Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz, hier links. Ihm droht jedoch eine Haftstrafe, weil er veranlasst haben soll, die erforderliche Software zu verbauen. In 2 Wochen will Stadler das Geständnis ablegen. Das Urteil könnte es dann im Juni geben. Zur Bewährungsstrafe soll noch eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro hinzukommen. Dafür würde Stadler das Gericht dann als freier Mann verlassen. Heute ist der Tag der Pressefreiheit, aber die ist in vielen Ländern gefährdet. Nur in knapp 50 von 180 untersuchten Staaten schätzt die Organisation Reporter ohne Grenzen die Situation als gut ein. In Deutschland hat sich die Lage das 3. Jahr in Folge verschlechtert. Die Bundesrepublik rutscht weitere 5 Plätze auf der weltweiten Rangliste ab. Ein Grund dafür sind die zunehmenden Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Der Bürgermeister im sächsischen Bad Lobenstein greift einen Reporter an. Der Fall sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Insgesamt 103 gewaltsame Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten hat die Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland registriert. Ein neuer Höchstwert. Die Dunkelziffer könne noch viel höher liegen. Diese Übergriffe passieren hauptsächlich auf Kundgebung im verschwörungsideologischen, antisemitischen, rechtsextremen Spektrum. Und das ist bitter, dass wir in mehreren Jahren hintereinander nun so einen solchen Anstieg registrieren.
Vor allem in Ostdeutschland. Ein Problem sei dabei, nur selten würden Angriffe auf Berichterstatter auch von Polizei und Justiz verfolgt. Es ist wichtig, dass da, wo es Übergriffe gibt, auch konsequent durchgegriffen wird. Viele Journalistinnen und Journalisten trauen sich ja gar nicht, Strafanzeige zu stellen, weil dann auch die privaten Daten entsprechend an die Täterinnen und Täter ausgeliefert werden. Und manche Staatsanwaltschaften nehmen es auch nicht wirklich ernst und auch die Polizei nicht. Da muss ein Umdenken stattfinden. In der Rangliste der weltweiten Pressefreiheit liegen Norwegen, Irland und Dänemark vorn. Deutschland rutscht von Platz 16 auf 21 ab. Schlusslichter sind Vietnam, China und Nordkorea. Auch Mobbing und das Bedrohen von Journalistinnen und Journalisten im Netz werde weltweit und in Deutschland ein immer größeres Problem.